Hallo, willkommen bei Nerdentum spielt. Ich habe es mir bei meiner neuen Heimat jetzt häuslich eingerichtet. Bin hier über der Klippe. Da unten ist der Fluss. Da hinten gibt es, schauen wir uns nachher mal genauer an, gibt es Eisen. In der Nähe gibt es auch Kohle. Ich habe hier auch die eine Werkbank für Rüstungsmacher. Hier haben wir auch die Möglichkeit, uns erstmal Sachen zu gaben. Dafür brauchen wir aber Rinde. Die holen wir jetzt auch noch mal. Müssen etwas vorsichtiger sein, weil hier gibt es Krokodile. Dass da zum Beispiel aber das ist nicht so das Problem. Weil mittlerweile klappt das Kämpfen ganz gut, und obwohl ich keine Rüstung habe, weil die will ich mir jetzt vernünftig mit Leder machen, dass ich mittelschwere Rüstung habe. Krokodil ist nicht so das Ding. Und auf dem Hinweg schon mal ein bisschen vor allem Linde. Also es dauert im Moment, bis wir die bekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rüber, weil da haben wir Eisenstein. Und wenn ich mir bessere Waffen, vielleicht nachher auch noch eine Eisenrüstung machen will, brauche ich Eisen. Sieht man auch mein Haus an der Klippe sehr gut. So, und da haben wir noch mehr Bäume. Und dann gehen wir gleich nochmal auf die andere Seite und holen noch ein bisschen Kohle, damit wir vielleicht früher oder später auch mal das Eisen einschmelzen können, um dann entsprechend ups, kaputt, um dann auch schon mal vielleicht eine Waffe machen zu können. So. Ein rüber. Da ist Kohle. Und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt schon wieder voll beladen sind, dass wir ein bisschen was ablegen. Dann können wir jetzt noch das reinpacken. Jetzt muss ich gerade noch gucken, wie es aussieht mit, was ich hier überhaupt für brauche. Wenn ich also Hanisch machen will, brauche ich mittlere, das Medium Chest Padding. Das könnte ich schon herstellen. Und na, ich glaube, wir fangen mal mit einem Oberschenkelschutz an. Das kann ich auch schon herstellen.
Gut, muss ich gerade mal gucken. Machen wir davon mal ein bisschen was. Das jetzt herstellen können. Was brauche ich denn dafür? Ah, das ist, da brauche ich auch Eisenbahn für. Dann müsste ich jetzt gleich mal anfangen, noch genug Steine sammeln, damit ich auch einen Ofen herstellen kann. Gut, dann farme ich noch ein bisschen Steine und dann gucke ich mir das entsprechend an, ob ich vielleicht schon mal ein bisschen Eisen einschmelzen kann. Ich habe jetzt genug Steine für den Ofen. Dann stellen wir den auch gerade mal her. Wir sind jetzt auch zu 155% belastet. Ist das belastet? Überlast, okay. Dann gucken wir mal, dass der jetzt den Ofen macht. Fertig. Wir packen die Steine wieder da rein. Den können wir wieder anmachen. Das dahin, das dahin. Und dann müssen wir jetzt den Ofen platzieren. Draußen. Und da will er jetzt Kohle und Eisenstein haben. Kohle und Eisenstein. Machen wir mal an. Und gucken wir, was wir hier noch an Kohle und Eisenstein haben. Ja. Dann haben wir jetzt ordentlich was geholt schon. Das packen wir jetzt auch alles da rein. Mal, wie es in der Gerberei aussieht. Wieder einschalten. Dann müssen wir demnächst noch mal gucken, dass wir Tierhäute bekommen. Das Fleisch packen wir mal auf den Grill. Hier aus. 5 Eisen haben wir schon. Das können wir herstellen. Ich habe 24 Eisen für. Das kann noch einen Moment dauern. Und noch mehr Leder. Leder haben wir genug. Wie sieht es denn hier aus? 8 Eisen. Die kann ich relativ schnell herstellen. Das tun wir auch gleich schon mal. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Fleisch? Oder nicht? Das können wir noch wegpacken. Das können wir noch wegpacken. Das noch. Knochen noch dahin. Hier nicht. Da auch nicht. Das heißt, wir holen uns erst nochmal Holz.
Wo ist es? Da ist es. Zeit, dass ich nicht bekomme. Damit ich da etwas standhafter werde. Sieht mit dem Schmiedetisch. Werkbank eines Schmieds heißt es, glaube ich. Moment mal. Da. Oh, da brauche ich Ziegel für. Ich glaube, das kriege ich mit Steinen im Ofen. Wieder ein Krokodil. Bis der eine Tierart fertig ist, damit wir hier wieder ausschalten können. Na komm schon. Da steht Warteschlange nix. Ich vermute mal, der braucht zwei Tiere heute, um ein Leder zu machen. Sieht hier aus. Besser. Und da können wir auch Ziegel machen. Gut. Dahin. Das wollten wir uns erst am Schild machen. Können wir uns jetzt eins herstellen. Und so einen Rock können wir uns auch herstellen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann können wir mal hier gucken, dann brauchen wir noch 10. Zwirn.
So. 10 herstellen. So, Schild haben wir schon mal. Können wir so eins auch herstellen. Okay. Das können wir nehmen. Und wir haben ein Level up. Jetzt habe ich eine Standfestigkeit von 7. Dürfte ich nicht mehr so leicht umgeworfen werden. Meine Ausdauer, wie ich tragen kann. Nahrung ist momentan eigentlich nicht das Problem. Hier einen Punkt mal hin. Auf Rüstung noch einen. Und auf Stärke noch einen. So, und dann können wir jetzt die Ziegel machen. Leider keine 13 Leder mehr. Ich muss Leder suchen. Auf Eisenbahn bräuchte ich auch noch welche. Aber ich glaube, ich gucke erst mal, wie es hiermit aussieht. 50 Ziegel, 100 Eisenbahn. 100 Eisenbahn, das ist ein bisschen viel. Aber ich habe jetzt schon mal meinen mittelschweren Oberschenkelschutz. Sieht ganz neckig aus. 24 Rüstung dürfte wesentlich weniger Schaden nehmen. Ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Anfang und da kann ich jetzt das nächste Mal weitermachen.